Assalamu alaikum, Brüder und Schwestern, wir sind hier bei Vereint im Islam in Hamburg. United Ummah, we are one nation, we stand together, we are family. United Ummah, we are bound together, we are one community. United Ummah, repping our deen till the end, that's the way we like to roll. United Ummah, wallahi trust my family's lit and you should know. The seventh century was a time, the final messenger started this Ummah. But first we give thanks to him, to Allah for blessing us with this Ummah. We've been here since day dot, no lie. Ummah. Billion people cross, still growing. Ich habe gehört, es soll eine einzigartige Veranstaltung sein und tatsächlich hatte ich es nicht geschafft, vorher herzukommen. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Vorträge sind sensationell und alles ist super. Und was würdest du sagen, hast du bis jetzt für dich mitgenommen? Das Allerallerschönste ist dieses Gefühl von vereint sein oder die Einigung, die in diesem Titel vorher angesagt wird. Dass man hierher kommt und wirklich spürt, man hat eine gewisse Einheit. Ich habe gehört, die letzten Jahre gab es verschiedene Vorträge in verschiedenen Räumen und jetzt gibt es Hauptvorträge in einem Raum. Wir sind vereint durch die Vorträge, also wir sind die ganze Zeit haben wir halt zusammen Geschwister, die sich kennen, die sich nicht kennen. Das ist das Allerschönste an der ganzen Veranstaltung. Und erste Mal auf dem Poyas? Nein, das vierte? Vierter, fünfte. Stammgast? Natürlich. Sehr gut. Und für dich persönlich, welchen Vortrag hast du bis jetzt gut gefallen? Am besten? Der letzte jetzt, über die Ehe. Von Chef Johari, ne? Ja, mashallah. Okay. Und sonst noch irgendwas, was dir jetzt noch positiv aufgefallen ist? Wieso bist du zum VHS wieder gekommen? Es stärkt so ein bisschen die Motivation, weiter auf dem richtigen Weg zu gehen. Ja. Mashallah, man findet hier einfach eine Ummah, dass man nicht alleine hier ist. Ich fand den Vortrag von Silvia Horst ganz gut. Also vor allem wegen dieser Islamfeindlichkeit, ja, was jetzt gerade so herrscht und ja, so. Einfach wie man sich selbst bessern kann und wie man dazu reagieren kann, das fand ich richtig toll. Ja. Weil ein Problem, was wir als Muslime hier in Deutschland haben, ist, dass wir unser Denken sehr stark gefangen nehmen lassen. Also wir sind in der Beurteilung unseres eigenen Handelns sehr abhängig von dem, was die Gesellschaft als Maßstab vorgibt und sehr abhängig von den öffentlichen Diskussionen. Ihr seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Gemeinschaft hervor gegenüber anderen Gemeinschaften und bezeichnet sie als die beste Gemeinschaft, welche überhaupt in der Geschichte entstanden ist. Was zieht euch nach zum VJS? Unsere Geschwister, ja, die haben uns das so empfohlen und wir dachten uns... Euer erstes Mal? Ja. Mashallah. Und würdet ihr nochmal kommen? Auf jeden Fall, ja. Ja? Und wo würdet ihr sagen, das ist echt super geworden, allgemein gesehen jetzt? Was ist euch sehr positiv aufgefallen? Das Essen. Das Essen, ja. Ja, nicht nur, nicht nur das Essen, die Vorträge, ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind auch interessant. Aber die Kombination hat gestimmt, dass ihr die Energie tanken konntet. Ja, auf jeden Fall, ja. Super. Hat mir sehr viel beeindruckt, ja, und die verschiedenen Themen, ja, die verschiedenen Referenten, ja, diese Bereicherung alle unserer Ummah und auch besonders die Jugendlichen, die Eltern, sprechen alle die verschiedenen Altersgruppen und alle die verschiedenen Einrichtungen, die sie mit Islam zu tun haben. United Ummah. We are one nation, we stand together, we are family. United Ummah, we are bound together, we are one community. United Ummah, repping our deen till the end, that's the way we like to roll. United Ummah, wallahi trust my family's lit and you should know. The seventh century was a time, the final messenger started this Ummah. But first we give thanks to him, to Allah for blessing us with this Ummah.
We've been here since day dot, no lie. Oma. Billion people cross, still growing. Ja, Assalamu alaikum. Besonders gut gefallen hat mir der Vortrag über das Licht. Der war sehr inspirativ und hat nur anhand eines Verses so ganz in die Tiefe gegangen. Da lohnt sich auf alle Fälle, sich das immer wieder anzugucken und darüber nachzudenken. Und natürlich haben mir die beiden Vorträge der beiden Frauen noch besonders gut gefallen. Vor allem, was mir noch sehr gut gefallen hat, ist, dass es die erste muslimische Veranstaltung ist, auf der ich bin, die vollständig auf, bis auf die Löffel, wo es eben halt nicht klappte, auf Plastik verzichtet hat. Dass alles recycelbar und kompostierbar ist. Und ich finde, das ist ein Anfang. Das allererste ist, meine lieben Geschwister im Islam, damit ich wirklich zu dieser Gemeinschaft gehören kann, dass ich jemand bin, der die Muslime zur Einheit aufruft und sie spaltet. Und das ist das, worauf es ankommt. Dass wir dazu aufrufen, dass sich die Muslime einigen sollen und dass wir sie nicht spalten. Nehmt euch in Acht vor den Spaltern.